Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin das, was man heutzutage einen alten, älteren Herrn bezeichnet. Ich bin weit über 30, sehr weit sogar, ich bin 44. Und trotzdem sehe ich das Bild vor meinen Augen, als wäre heute es gewesen. Eigentlich ist es heute gewesen. Da war ich spazieren, draußen, dort, am Fluss. Nein, ich kam von der anderen Richtung. Und ich dachte daran, wie sehr doch unser Leben dem steten Wechsel der Jahreszeiten ähnelt. Und ich erinnerte mich, als wäre gestern es gewesen, als mit erstem Frühling die erste Liebe kam, die Welt in allen Farben spielte und das Leben in voller Pracht erblühte. Als der Sommer Einzug hielt, mit seiner Sonne Wärme glut und ich in der Hitze des beruflichen Gefechts mein Geschäft zu ungeahnten Erfolgen führte und gesellschaftlich triumphierte. Als dann der Herbst auf leisen Sohlen seine Einkehr zelebrierte, die Natur mit seinem Schweigen fühlte, in den Mantel seiner Ruhe hüllte und das Feuer der Leidenschaften sich kühlte. Heute bin ich im Winter meines Lebens angelangt und mit dem milden Blick des Alters weit über 30 schaue ich zurück und ich stelle mir die wahrscheinlich wichtigste Frage. Und zwar, das ist das Problem mit dem Älterwerden. Früher hatte ich auf alles eine Antwort. Heute habe ich sogar die Frage vergessen. Ich werde etwas trinken. Vielleicht hilft das. Ah, Pepsi. So, das waren zwei Sponsoren mit einer Klappe und es macht sogar Sinn, wenn ich heute in der Nacht dreimal auf die Toilette gehe. Und die Frage ist mir eingefallen. Im Winter des Lebens angelangt, stelle ich mir die wahrscheinlich wichtigste Frage und zwar, soll ich Skifahren gehen oder gleich Après-Ski? Das ist der Segen und der Fluch des Alters zugleich. Wir haben mehr Möglichkeiten, aber weniger Fähigkeiten. Ich glaube deshalb, ich werde gleich zum Après-Ski schauen, also gewissermaßen nur Après ohne Ski. Aber warum erzähle ich es Ihnen? Nun, ich möchte Sie um etwas bitten. Ich bitte Sie, leben Sie Ihr Leben, als hätten sie jeden Tag Geburtstag. Denn wenn wir unseren Geburtstag feiern, dann feiern wir nicht uns selbst. Wir feiern unsere Eltern und all jene, durch die wir sind. Das macht unseren Geburtstag so wertvoll. Und ihn jeden Tag zu feiern, macht jeden Tag zu einem Neuanfang. Und diesem Neubeginnen wohnt ein Zauber inne, der uns beflügelt, durchs Leben trägt und bis ins hohe Alter prägt. Weit über 30, sehr weit sogar. Schön, dass Sie da waren. Ich habe mich sehr gefreut, Sie zu sehen. Oh.
heute Geburtstag. Na und? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to myself. Happy birthday to me. Ist weg. Okay. Party time. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, yeah.